Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So. Ja, heute, also wir gehen heute mal so ein bisschen mehr ans Prozedere ran hier, damit die Base jetzt auch bald mal so ein bisschen mehr fertig wird. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal so ein Ding hier ab, damit wir uns einmal kurz Schmierstoff machen können. Denn wir müssen ja heute noch ein bisschen umdekorieren hier. Und wir brauchen noch einen Schmierstoff für unsere zweite Energieversorgung da hinten. So. Denn ist die jetzt auch endlich angeschlossen, denn wir sind hier schon die ganze Zeit im Geldbetrieb und wir brauchen auch noch sehr, 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 sehr viel anderen Stuff. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich wollte gerade sagen, warum komme ich jetzt hier nicht durch? Wolltest du mich hier ärgern? So, wir brauchen hier auf jeden Fall auch nochmal einen. Der wird aber gleich woanders rausgenommen. Wo ist er denn? Ah, hier. So, natürlich soll er nach hier hingucken. Ne? So, der ist hier noch im Betrieb. Jetzt müssen wir den anderen erstmal in Betrieb nehmen. Das heißt, ich nehme immer 1, 2, 3, 4 Bäumchen hier ab. Weil die Bäumchen sind ja noch nicht gewachsen. Denn versorgen wir erstmal dich hier nochmal mit Energie. Und man sieht, ich habe hier schon ganz viele Spinde schon soweit vorbereitet. Wir brauchen haufenweise Titan. So, jetzt nehme ich den hier mal ab. Weil dieser Raum hier wird ja sowieso nochmal weggenommen. Dann bauen wir diesen hier wieder auf. So. Außer Betrieb. Ja, wir kriegen die Bäumchen-Sachen ja gar nicht wieder. 1, 2, 3 und 4. Also die Treppen, die mögen mich heute nicht. So, und hier darfst du auch nochmal... So, jetzt dürfte das mit der Energieversorgung schon mal ein wenig, ein klitzeklein wenig besser sein. Und jetzt wird dieser Raum hier wieder abgebaut. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich werde das jetzt erstmal nur mit ganz normalen versuchen vorzuarbeiten, auch wenn ich nachher das hier mit Glas haben möchte und so. Um einfach zu schauen, weil die mit Glas, die halten ja noch mal ein bisschen weniger aus. Okay, und ich glaube, jetzt können wir auch keinen mehr dran setzen, ne? Nee, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir gar keinen Titan mehr. Aber ungefähr das soll die Richtung werden. Quasi. Ich habe mir auch überlegt, ich werde hier auch ein bisschen höher bauen. Und danke Riesenlochfisch für den Sauerstoff. Aber, wie gesagt, uns fehlen schon wieder die Materialien. So. Es wäre jetzt, denke ich mal, Quatsch, wenn wir jetzt nur... Was ist denn heute hier los? Ich hänge hier heute an allen möglichen fest hier. Es wäre jetzt nochmal Quatsch, wenn wir jetzt nur uns auf Titan fokussieren. Auch wenn wir das am meisten brauchen. Ich denke mal, es wäre schlauer... Jo, ist komplett leer. Es wäre, glaube ich, schlauer, wenn wir uns noch mal ein bisschen noch nebenbei ein bisschen was krallen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach noch mal straight Richtung... Ja. Station Delta, würde ich sagen. Und sammeln uns dann noch mal ein bisschen was. Ich hoffe, mein Wasser reicht bis dato aus und die Energie geht uns nicht leer. Ach, der ist eingefroren. Das sieht ja lustig aus. Jetzt taut er erst langsam auf. So, dann wollen wir mal. Können ja hier quasi eigentlich alles mitnehmen. Wir brauchen ja wirklich... alles. Und hau bloß ab, du. Und wenn wir dadurch halt noch ein bisschen Titan rauszimmern, dann ist das doch gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier einfach mal alle mit. Es sei denn, er möchte halt nicht, ne? Na, aber jetzt... So.
Also man sieht ja, man kriegt ja auch so ein bisschen Titan raus. Was wir dann wieder weiter in die Base stecken können. Manchmal gar nicht so einfach. Gerade wenn sie an der Wand hängen. So, next. Oh. Da unten gibt es sogar Sauerstoff. Aber ich komme durch diese Spalte gar nicht durch. Na komm, gib mir das Titan. Ich glaube, wenn wir das selber manuell sammeln würden, dann wären wir auch deutlich schneller. Okay, da komme ich jetzt nicht mehr so ran. Na gut, hier haben wir nochmal Blei. Und ich glaube, es wäre auch schneller, wenn wir uns den Bohrarm besorgen. Komm, so viel haben wir jetzt noch nicht. Komm, wir düsen mal durch. Wir haben jetzt sowieso volle Energie und alles. Wir könnten an und für sich mal gucken, ob wir unten in die Höhle reinkommen mit dem Krebs. Weil ich habe da ja sowieso was vergessen. Sammle ich hier trotzdem weiter. Das würde mich ja mal echt interessieren, weil wie gesagt, da unten wären dann auch nochmal Rubine und sind ja auch die Rubine und so weiter ausgegangen. Und ja, wir müssen dann halt hier ein bisschen zu Fuß latschen, aber naja. Wann wäre das denn immer schon mal einfach? Und ich weiß, ich habe auch noch das eine Modul für den Krebs da vergessen. Das war, glaube ich, für den Sprungantrieb. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber werden wir ja sehen. Muss nur mal gucken, dass ich das auch wiederfinde. Es war auf jeden Fall hier irgendwo. Ganz schön warm hier. Okay, hier haben wir noch irgendwas. Was gescannt werden möchte. Nehmen wir doch einfach mal Gaudi mit. Warum auch nicht? So, irgendwo war das hier doch. 700 Meter, eigentlich müssten wir eigentlich sogar dann da tief runtertauchen können. Was hier? Nee. Ich glaube, hier bin ich schon wieder verkehrt. Das war nicht so nah beim Reservoir. Jetzt hätte ich so eine kleine Minikarte gerne. Jetzt gehe ich hier nach den Lichtpunkten und werde auch noch enttäuscht hier. Es war nicht so weit weg von hier. So, einmal kurz Schubkraft auffüllen. Es war ja auch nicht so tief. Bloß, ich glaube, jetzt hier mit dem Krebs wird das nochmal ein bisschen schwerer, da zu suchen. Als gedacht. So, hier ist die Delta-Station. Das heißt, hier müsste das irgendwo sein. Ich springe jetzt einfach hier nochmal runter. Was hier? Jeden Fall haben wir hier ein bisschen Lithium. Und ich glaube, wir sind hier in der Nähe von einem Vulkan. Da kommt das Kreaturenei, nehme ich mal mit. Ein Vulkan war doch, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe. Oder vulkanische Aktivität auf jeden Fall. Ah.
Nee. Ich weiß, das war hier doch irgendwo. Jetzt finde ich es aber nicht mehr. Jetzt mal markieren sollen. Mit der Seebahn. Irgendwo war hier doch die Bergbauabteilung. Na komm. Stoff geben. Bloß vom Boden aus das jetzt zu finden. Ist gleich nochmal schwerer. Ja. So, da hinten haben wir das. Wollen wir das nochmal in Karte in den Kopf rufen? Ah, ich bin viel zu weit weg. Das müsste hier irgendwo sein. Irgendwo müsste doch hier Licht auch sein. So, kurz aufladen hier. So, jetzt sind wir recht nah dran. Diese Felsspalte hier war das nicht. Da haben wir nochmal was zu scannen. Das können wir nochmal wegscannen. Titan nehmen wir uns jetzt so mal mit. Ja, aber hier bin ich ja schon wieder völlig woanders. Hier bin ich ja vollkommen falsch. So, nochmal weggescannt. Eieiei. An und für sich war das doch nicht so schwer zu finden. Das hatten wir doch letztes Mal auch gut gefunden. Da hatte ich mir noch überlegt, ja gut, brauchst du ja eh nicht markieren, weil das Licht siehst ja. Und jetzt habe ich langsam das Problem, dass mir das Wasser ausgeht. Ich habe natürlich auch kein Wasser mitgenommen. Das heißt, ich bin dementsprechend nicht ausgerüstet dafür. Weg ist es. Ich finde das jetzt echt nicht. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe das Leuchten halt nicht. Oder gucke ich halt vielleicht ein bisschen zu nah hier. Aber das war, wie gesagt, vom Berg nicht so weit weg. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's endlich gefunden. Das hat ja jetzt auch ziemlich lange gedauert. So, jetzt habe ich aber immer noch keinen Schweiß, aber jetzt kann ich ja mal überprüfen. Können wir hier mit dem Beginius? Wir können hier einfach mit dem durch. Das heißt, an und für sich könnten wir dann da auch runter. Und wenn wir einen Bohrarm hätten, könnten wir hier eigentlich auch alles so weit mitnehmen. Ah, wie viel Wasser habe ich jetzt noch? 46, komm. Dann holen wir uns wenigstens das Schubaggregat. Dann kann ich auch gleich testen, ob wir hier... Eigentlich müssten wir hier von Plattform zu Plattform wieder raufspringen können. Das dürfte nicht das Thema sein. Man fühlt sich mit dem Krebs so sicher hier unten. So, ich hoffe, den schaffen wir dann gleich wieder. So. Hier liegt noch ein Bohrarm rum. Das heißt, ich verscheuche mal kurz ein. Und den hatten wir auch noch nicht. Das ist der Bohrarm, der fehlt. Okay. Welcome aboard, Captain. So, dann brauchen wir hier, müssen wir noch ein drittes Mal hier wieder hin.
Ne, das ist ein Schweißer. Komm, den können wir auch mitnehmen. So, einmal kurz. So, den Laserschneider nehmen wir auch mit. Ich wollte gerade sagen, der ist wieder aufgestanden. Wollte ihn doch betäubt halten. So, und hier war nämlich auch nochmal was. So. New technology acquired. Genau. So, das heißt, hier können wir jetzt nämlich den Sprungantrieb reinsetzen. Hatte ich jetzt hier noch irgendetwas vergessen? Oh, jetzt kriegen wir ja richtig Sprungkraft hier. So, das hatten wir. Das war halt alles so mittel in Eile und... Na, an und für sich hier bräuchten wir den Bohrarm für. Oh. Na gut, nehmen wir mit. Was soll der Geiz? Oh, hier liegt noch ein Rubin einfach so rum. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal her, wenn wir den Bohrarm haben. Weil hier kriegen wir ja auch ordentlich Rubine. Wir kriegen hier eigentlich ordentlich Titan. Eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt den Bohrarm bekommen. Und dann können wir uns an und für sich auch schon wieder fast herbegeben. Dann müssten wir mal gucken, dass wir vorher für den... Für die Seebahn, jetzt habe ich's. Für die Seebahn das Heckabteil, wo wir den Krebs dann auch dran heften können, mitnehmen. Klappt doch wunderbar. Und vor allen Dingen auch nochmal... Ah, komm, setze ich mich mal kurz hier hin. Und dann auf jeden Fall nochmal die Laderampe. Die wäre wohl wahrscheinlich auch nochmal gut. Die könnten wir uns da eigentlich mit dem Krebs holen. So, schaffen wir jetzt in einem raus. Aber so was von. Gut, dann müssen wir jetzt langsam nach Hause. Und ich sollte mir auch nächstes Mal extra Wasser mitnehmen. Also Essen ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber Wasser. Das heißt, wir nehmen uns jetzt noch mit, was jetzt hier rumliegt. Und dann haben wir eigentlich jetzt schon einen Plan gefasst. Und dann räumen wir das Ding hier hinten ordentlich aus. Und mit den Titanen, das was wir jetzt hier schon haben, bauen wir dann ordentlich schon mal die Schränke aus. Dann wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, hier ist noch eine Höhle. Okay. Nein, da sind sogar Diamanten in der Wand. So, schnell, schnell, schnell. Ich glaube, der bricht gerade wieder aus. Hui, da muss man auch vorsichtig sein. So, jetzt haben wir fast alle. Schnell, schnell, schnell. Okay, cool. So, aber jetzt müssen wir wirklich nach Hause. Also Richtung Heimat. Auch der Krebs braucht langsam wieder ein bisschen Energie. Ich glaube, wir sind einfach nur ein bisschen schneller mit dem Jetten. Muss noch mal gucken, was das jetzt eigentlich macht. Gab es jetzt mehr Jetpower oder schnellere Jetpower? Ah,
Weil bis jetzt fühlt es sich eher an, als wenn es schneller ist, aber nicht mehr. Wobei, schneller ist ja natürlich dann auch weiter, ne? So, alle ups. Ah, sind noch 600 Meter weit weg. Bin ich ja jetzt nicht wirklich weit gekommen. Aber dann räumen wir auf jeden Fall nochmal komplett leer. Oh, ist auch noch eine Wärmequelle. Da jetzt bloß nicht reinfallen hier. Ah, versuchst du mich gerade zu fangen? Komm, fang mich, fang mich. Du, bis jetzt können wir eigentlich ganz gut hier durchlaufen. 26 Grad haben wir hier drin. Oh. Jetzt wird es nochmal wärmer, nochmal kälter. Ja, ist ja gut. So, jetzt geben wir nochmal Gas. Da vorne sehe ich schon. Yay, wir sind gleich wieder zu Hause. Und Abmarsch. So. Zum Glück müssen wir nicht ganz aufgetankt sein. Seek fluid intake. Ja, ja, ich bin ja deswegen extra nach Hause gegangen. So, dann können wir jetzt mal kurz Vorratraum. Oh, haben wir ein paar Eier gefunden. Können wir gleich das Titan auch gleich mit verbasteln. Was wir jetzt hier noch haben. Oh, erstmal hier die Spinne. So. Na, wenn ich den da nicht alles untersortiert kriege, dann weiß ich auch nicht. Das ist aber auch mega viel Titan hier. Na, ist noch nicht mal fertig geworden. So, dann können wir eigentlich gleich hier schon weitermachen und nochmal mehr abholen. So, wunderbar. Kann ich ja demnächst jetzt hier mal mit dem Sortieren anfangen. So, das Ding hier ist auch voll, wunderbar. Dann könnten wir eigentlich hier mal... Oder? Nee, komm, dann mach ich mal später. Ich räume das jetzt hier mal irgendwo nur ein. Oder obwohl, machen wir so. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich werde jetzt hier mal offscreen so ein bisschen sortieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.